willkommen zu einem neuen Video der Firma H&R Spezialfedern. Das 50. 24-Stunden-Rennen in der grünen Hölle steht an. Wir nehmen euch mit. Wir begrüßen euch auch gerade ganz aktuell von hier. Wenn ihr das Video natürlich seht, dann steht der Gewinner fest. Ihr kennt die Ergebnisse. Wir zur Sekunde natürlich noch nicht. Wir haben gerade oder stehen gerade in den Startlöchern zum zweiten Qualifying. Wir wollen euch das Ganze mal aus unserer Perspektive zeigen. Wir als Partner des 24-Stunden-Rennens freuen uns natürlich auch sehr auf dieses Event. Es ist immer mit sehr viel Emotionen geladen. Hier ist immer richtig was los, Action. Ich glaube, mehr Emotionen, was den Motorsport angeht, kann man eigentlich einem gar nicht mehr vermitteln. Eigentlich wollten wir sogar das Intro und die Ansprache zu diesem Video erst morgen machen. Das wäre der Freitag. Heute ist übrigens der Donnerstag. Allerdings fand ich das ganz cool mit Matthias zusammen, das heute schon zu beginnen, weil wir haben ein bisschen Action heute schon gehabt. Das Mühlener Motorsportteam setzt ja den GT3 Cup ein. Und ja, ich sag mal so, wir haben ein bisschen an diesem Auto geschraubt. Die Bilder kriegt ihr jetzt gleich eingeblendet. War auf jeden Fall, ja, ich sag mal, sehr spannend. Und Teamwork. Alle haben Gas gegeben, das Team Mühlener wirklich Vollgas mit Elan und Emotionen dabei, das Auto wieder ans Laufen zu bekommen. Hat doch fantastisch geklappt, jetzt gerade erfolgen die letzten Arbeiten. Spur einstellen, die Räder kommen drauf, das ganze Licht wird nochmal gecheckt, das Auto wird entlüftet aufgrund neuer Kühlerpakete. Auch an dieser Stelle nochmal ein riesen Dank an Mantai. Mantai Racing wirklich mit Ersatzteilversorgung hat uns richtig geholfen. Chapeau, vielen Dank. Aber so stellt man sich auch Motorsport vor, dass jeder jedem hilft. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel reden. Wir zeigen euch jetzt erstmal ein paar Bilder und werden euch dann ein bisschen an die Hand nehmen und euch auch mal, ich glaube, so ein bisschen was von den Grillplätzen und Campingplätzen zeigen, Matze, oder? Und natürlich heute von dem Nachtqualifying, wenn es dunkel wird. Ihr bekommt geile Bilder. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr uns zuschaut dabei. Und ich sag mal, bis gleich. Geile Teamleistung, oder? Vom Team Mühlener, dass das Auto jetzt wieder läuft. Mega. Also in der kurzen Zeit das komplett alles aufzubauen, mega geil. Das heißt jetzt für dich als erster Fahrer, du fährst raus, wirst natürlich auf den ersten Metern erstmal gucken, ob das Auto funktioniert, wie du dir das vorstellst. Genau, wir machen einen kleinen Rollout jetzt über die Grand Prix-Strecke. Ich schätze mal so 3 Runden, 4 Runden, dann rein, kontrollieren und dann gucken wir, ob die Möglichkeit ist, eine gute Zeit hinzubrennen oder halt. Was jetzt wahrscheinlich viele interessiert nach so einem, noch einer Reparatur, sag ich mal, worauf achtest du verschärft und vor allem direkt auf den ersten Metern? Was machst du? Wie gehst du da dran? Ja, erstmal, ob Geräusche sind, ob alles geradeaus steht, Lenkrad, Spursturz und Bremse. Man hört in jedes kleine Teilchen vom Auto rein, ob es ruhig ist und ja, aber so wie ich die Jungs kenne, ist alles tipptopp. Sehr geil. Wir wünschen auf jeden Fall, ja, wir drücken dir die Daumen, Fieber mit und dann sehen wir uns gleich wieder. We'll be right back.
So, hinter uns haben wir das Fahrerlager. Wir haben uns jetzt mal auf das Riesenrad begeben. Einfach mal hier zu so zwei netten Menschen dazu gesetzt. Wollt ihr mal Hallo sagen? Hallo. Wer bist du? Jasmin. Was machst du hier? Ich fahre Riesenrad gegen meinen Willen, aber gut. Und wer bist du? Ich bin der Eugen, hi. Ihr Mann. Und ihr seid 24 Stunden Fan. Ja, Fans würde ich sagen, aber wir gucken es ab und zu an, genau. Ja, stark. Autofans zumindest, ja, auf jeden Fall. Ihr habt schon eine Menge gesehen. Wir haben euch wirklich geiles Material direkt aus der Box, aus dem Fahrerlager geliefert und werden das natürlich auch noch morgen und am Samstag weiterführen. Die Autos sind noch mitten im Nachtqualifying. Das geht jetzt so bis knapp 10 nach 11, Viertel nach 11. Ja, das Fahrerlager hinter uns, natürlich eine mega Kulisse und hier von dem Riesenrad aus kann man alles überblicken. Die Fahrer sind natürlich alle extrem konzentriert und fokussiert, hier eine geile Rundenzeiten abzuliefern. Aktuelles BMW mit Marco Wittmann, auch ein H&R-Mann. Schöne Grüße an dieser Stelle, Marco. Ich glaube sogar die aktuelle Bestzeit mit 8 Minuten, boah, was war's? 8 Minuten 14, Chapeau. Brutal schnelle Autos, die M4 GT3s. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns gleich nochmal zum Brünnchen begeben und auch euch da noch ein bisschen Bildmaterial liefern. Ich hoffe, wir können euch ein bisschen unterhalten und ich melde mich ab und sage auf jeden Fall bis gleich. So ihr Lieben, wir befinden uns nun am Brünnchen. Es ist, ich muss mal selber eben nachsehen, wie spät, 20 vor 1. Hier geht auf jeden Fall noch richtig die Party ab. Die Leute sind am Feiern, haben Spaß, aber es ist eine coole Stimmung irgendwie. Haben hier auch wirklich extreme Zelte und Anlagen aufgebaut. Also es hat eigentlich gar nichts mit einfachem Campen zu tun. Alles Motorsport-Enthusiasten. Wir gucken mal, ob wir vielleicht ein Gespräch hinkriegen mit dem einen oder anderen, aber es sind schon einige, ich sag mal, etwas alkoholisiert, was ja auch gut ist. Mega Stimmung, wir versuchen mal ein paar Bilder für euch einzufangen, um euch so ein Gefühl dafür zu geben, für die, die jetzt nicht hier sein können, was hier so passiert. Ich bin sprachlos, aber positiv begeistert und ja, viel Spaß. Der Spezialfedern und machen ein Video. Hi. Oh, das ist gut. Hättet ihr Bock mal uns ein bisschen was zu erzählen? Das wollt ihr wissen. Was ihr hier macht, warum ihr hier seid, was euch so begeistert an der Nordschleife am 24-Stunden-Rennen. Also ganz ehrlich, ich komme seit ich 7 Jahre alt bin hier hin. Und ich bin jedes Jahr am 24-Stunden-Rennen hier gewesen. Okay. Und ich liebe diese Strecke. Ich liebe die Nordschleife über alles. Auch wenn ich noch nicht saufen konnte damals. Das war das Geilste, was ich je in meinem Jahr gemacht habe. Und mittlerweile kann ich saufen, dann ist es noch geiler. Ja, ne? Ja klar. Verstehst du wahrscheinlich? Ja, sicher. Ja, und wie lange seid ihr immer hier? Immer von Samstag bis Sonntag. Also von letzter Woche Samstag. Okay, diese Woche war es Freitag. Ja. Bis Sonntag. Also, ja, krass. Ja, aber ich sehe, ihr habt euch auch hier ein ordentliches Zelt, so eine ordentliche Bühne aufgebaut, ne? Ja, und das machen wir jedes Jahr, genau an der Stelle bauen wir alles so auf, wie es hier steht. Damit, weil du hast ja hier immer dieses scheiß Gefälle, ne? Das ist einfach kacke, für Party zu machen. Wir bauen das jedes Jahr extra auf für die ganzen Leute, die hier vorbeikommen, die Party machen wollen. Dann bauen wir extra hier die Bühne auf. Ja, mega. Damit wir alle zusammen Party machen können. Ja, geil. Also habt ihr hier eine richtig geile Woche und lasst mal die Sau raus. Ja, lasst uns sowas mal die Sau raus. Ja, mega. Ja, Jungs, in diesem Sinne vielen Dank. Habt ihr was dagegen, wenn wir euch ins Video reinschneiden oder ist das für euch okay? Alles wie heißt ihr? Wollt ihr jemanden grüßen? Ich möchte die Dorfjugend Hennetal grüßen. Und du? Oh, ja. Ich bin der Nils und ich möchte auch die Dorfjugend Fernig grüßen. Ja, genau. Und wo kommt ihr her? Ich komme aus Schleiden, Euskirchen. Euskirchen, und du? Aus Fernich. Ah, okay. Ja, geil. Jungs, vielen Dank. Ich werde mich auch auf den Tieferlegungssatz freuen. Ne? Ja. Ehrlich? Ja, sehr geil. Dann schreib uns doch einfach mal an. Ja. Also auch sogar ein H&R-Fan. Jungs, vielen Dank. Hat eine geile Woche. Hat noch viel Spaß, ne? Ja, danke. Euch auch. Macht's gut.
Wir sagen danke und melden uns ab. Bis morgen. Liebe Motorsportfans, wie ihr ja gestern sehen konntet, ist das Auto hinter mir, der GT3 Cup, von Müllner Motorsport in den Reifenstapel eingeschlagen. Das gesamte Team, wie ich es euch ja gestern schon gezeigt hatte, hat wirklich das Auto in 4,5 Stunden Teamwork komplett wieder auf die Beine gestellt, sodass das Auto auch am Qualifying 2 auch teilnehmen konnte, auch saubere Runden abgeliefert hat. Das Auto funktioniert wieder tadellos, wird jetzt gerade noch mal vermessen. Die Folie wird wieder angebracht, dass das Auto auch wieder natürlich passend schön dasteht mit der Werbung drauf. Wir haben euch ja gestern noch zu später Stunde an die Hand genommen, sind ein bisschen durchs Brünnchen gelaufen, um euch noch ein bisschen was vom wirklichen Feld zu zeigen. Wir freuen uns jetzt aufs Qualifying 3, das startet um 14.10 Uhr. Da wollen wir mal gucken, was für Zeiten das Auto dann wirklich mit den Jungs abliefert. Wir werden jetzt gleich noch mal versuchen, ein paar coole Aufnahmen so wirklich von den ganzen Campingplätzen für euch zu bekommen. Und freuen uns natürlich sehr aufs Rennen, dass alles glatt läuft, dass das Auto funktioniert, die Fahrer alle natürlich abliefern. Und in diesem Sinne sage ich mal, bis gleich vielleicht vom Wippermann. Mal gucken. Das ist das nächste Ziel. In diesem Sinne. Jetzt mal die Gunst der Stunde. Die Jungs sind nämlich hier gerade fleißig das Auto am Vorbereiten und die liegen hier schon unter dem Auto verteilt, bereiten hier gerade alles vor mit der Beleuchtung, mit der Stoßstange, mit der Folierung. Sieht auch immer sehr, sehr spektakulär aus. Vor allem, wenn man mal sich vor Augen hält, wie das Auto gestern noch da stand und wie es jetzt schon wieder hier steht, ist das wirklich, und das Chapeau, eine extreme Teamleistung, die hier an den Tag gelegt wurde. Und ich glaube, in der kurzen Zeit hätte man das so eigentlich gar nicht bewerkstelligen können. Weil wenn man sich mal überlegt, man baut so ein Auto auf, da vergehen Wochen und Monate und die bauen so ein Auto mal eben in 4,5 Stunden wieder hin, dass es an einem Qualifying teilnehmen kann. Also da wirklich Hut ab, Team Müllner, Wahnsinn. Wir gehen mal zum Jason rüber. Übrigens, er hier ist wirklich eine super lustige Socke. Magst du mal Hallo sagen? Mahlzeit. Hast du immer noch einen Popel in der Nase? Ja, ich habe Popel in der Nase. Das ist wirklich einfach eine richtig coole Sau. Jason, mein Lieber. Hi. Hallo, stell dich mal ganz kurz vor. Hilfe. Hi, mein Name ist Jason Vomberg. Ich arbeite mittlerweile seit 4 Jahren für Müllner Motorsport. Was willst du noch wissen? Du bist auf jeden Fall ein sehr sympathisch cooler Typ. Danke dir. Das muss ich dir jetzt einfach mal so sagen. Ne, wirklich jetzt, das muss man mal so sagen, weil ihr seid im Stress, ihr nehmt euch trotzdem Zeit und finde ich echt geil. Was genau machst du gerade jetzt hier? Ich klebe jetzt noch die Startnummernmatten und die Startnummern drauf, die wir eben drauf haben müssen, weil das Auto ja jetzt aber in 1,5 Stunden wieder rausgeht. Ja. Dementsprechend, das muss drauf und heute Nachmittag nach der Session kommen dann eben noch unsere Sponsoren wie H&R zum Beispiel kommen drauf. Oder eben einzelne Fahrersponsoren. Und worauf legst du jetzt gerade oder worauf konzentriert ihr euch gerade als Team, was jetzt wirklich passen muss am Auto? Also sei es jetzt irgendwie Achseinstellung oder irgendwas anderes Spezielles? Achseinstellung müssen wir jetzt natürlich darauf achten, dass es, weil jetzt in der letzten Session sich das ganze Auto nochmal gesetzt hat, müssen wir jetzt darauf achten, dass das Auto jetzt, ich sag mal, nahezu perfekt rausgeht, perfekt eingestellt rausgeht. Weil das unsere letzte Möglichkeit ist, das Auto zu testen, bevor es in die 24 Stunden geht. Das heißt, vor Rennstart dürft ihr nichts mehr machen? Vor Rennstart dürfen wir zwar noch schrauben, können es aber nicht mehr auf der Strecke testen. Okay, klar. Und dementsprechend müssen wir eben jetzt gucken, dass die ganze Einstellung alles passt. Wir können danach noch kleine Einstellungen machen, aber das geht dann ungetestet in die 24 Stunden rein. Wahnsinn. Wir haben noch einmal Warm-up, aber... Ja, da sollte dann wirklich alles passen. Ich habe es gerade schon vor der Kamera gesagt, wirklich nochmal Chapeau, Hut ab, was ihr da gestern als Teamleistung in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt habt, dass das Auto wieder steht und dann sogar noch am Qualifying teilnehmen konnte. Also sowas habe ich selten erlebt, gerade wirklich in 4,5 Stunden waren es ja gerade mal. Das war wirklich unglaublich. Habe ich so noch nie gesehen und fand ich einfach mega beeindruckend. Also da nochmal ziehen wir wirklich den Hut vor euch und freuen uns auf das Rennen. Dankeschön. In diesem Sinne viel Erfolg, mein Lieber. Danke dir. Danke dir.
So, wir machen weiter. Wir sehen uns gleich aus dem Wippermann. Ja, das haben wir uns auch einfacher vorgestellt. Also es herrscht jetzt schon zu den Hotspots, hat man echt eine Menge Staus. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Brünnchen, wollen vom Brünnchen aus dann zum Wippermann laufen und da das ganze Geschehen auch mal direkt von der Strecke aus euch zeigen im Film und auch so mal ein paar Emotionen von den Zuschauern da irgendwie vor die Kamera bekommen. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten und hier uns anstellen. Ich kann euch jetzt schon sagen, hier ist auf jeden Fall richtig was los und die Straßen sind voll. Wir melden uns gleich aus dem Wippermann. So ihr Lieben, wir befinden uns nun am Wippermann, Streckenabschnitt. Brutal, was hier abgeht, also das muss man einfach mal so sagen. Die Leute sind so im Feeling, die haben sich hier wirklich richtige Camps aufgebaut. Ich frage mich die ganze Zeit, wie die Autos teilweise hier hingekommen sind, beziehungsweise das ganze Material, um das hier alles aufzubauen. Also hier stehen wirklich richtige Gerüste auf der Höhe, film mal bitte einmal hin. Die Gerüste sind auf Höhe des Zaunes, dann sitzen die oben, wir können euch das gleich mal zeigen und ja, gucken sich natürlich an, wie die Autos hier vorbeifliegen. Wir sind jetzt gerade bei einer ziemlich coolen Truppe aus dem Sauerland. Die werden wir jetzt einfach mal interviewen. Ich hoffe, dass der Alkoholpegel noch ein einigermaßen cooles Gespräch zulässt, aber ich denke schon, weil die Sauerländer können ja bekanntlicherweise eine Menge verpacken. Ja, jetzt gehen wir einfach mal hin und gucken mal, was passiert. Also ich habe selber keine Ahnung, wir schauen mal. Wo ist denn jetzt hier unser Kollege? Wer bist du denn? Finn. Wie alt bist du? 13. 13. Und du bist auch schon Motorsport begeistert? Ja. Ja? Also fieberst du hier richtig mit? Ja. Was ist denn so dein Lieblingsauto? Ein Audi S6 T7. Ja, und jetzt hier von den Rennautos, wem drückst du hier ganz besonders die Daumen? Der Porsche. Welche? Von A&R. Ja, stark, das finde ich gut. Sehr gut. Mahlzeit. Mahlzeit. Wer bist du? Ich bin der Henno. Ich nenne aber eher die ganze Zeit Peter Pan. Warum? Eigentlich bin ich ja hier Karlsson vom Dach heute. Ach so. Aber ich bin inkognito unterwegs. Okay. Die dürfen mich hier nicht erkennen. Erzähl mal was über dich. Also ich bin der Henner. Eigentlich heiße ich anders, aber ist ja an dem Wochenende müssen wir ja aufpassen. Ich bin 23 Jahre. Wir fahren mittlerweile seit 10 Jahren am Ring. Und ich glaube, wer einmal hier gewesen ist, der wird verstehen, es geht nicht ohne. Wir sind eigentlich so auch unterwegs, man sieht sonst nicht an, aber wir fahren sonst Rallye richtig, ne, selber und so. Aber neben Wochenende ist eigentlich nur Party angesagt. Und dann nimmt ihr euch extra Urlaub für? Ja, so 168 Stunden hat das Wochenende, nicht nur 24. Ach du heiliger Bimbam. Das heißt, dann baut ihr euch hier so eine richtige Kulisse auf, so ein richtiges Camp und dann Vollgas? Ja, mit allem, was dazugehört. Ne? Jetzt hier mit Hau den Lukas und allem Pipapo. Ich sag, ich genieße das jetzt mal hier mit euch und wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß, dass ihr ein geiles Rennerlebnis hier habt am Wochenende. Und ja, macht weiter so. Dankeschön, das wünschen wir euch auch, ne? Ja, in diesem Sinne, bis gleich mal. So ihr Lieben, wir befinden uns nun in der Startaufstellung, direkt an der Strecke, neben dem Auto. Wir starten in der Klasse 5 vom Platz 5 aus, heißt vorne stehen die GT3 Autos, fliegender Start. Die Strecke ist extrem voll, wir freuen uns, alle sind aufgeregt, das Team ist fokussiert. Wir gucken uns das Geschehen jetzt hier nochmal von der Strecke aus an und werden dann den Start auf jeden Fall euch noch zeigen, auch aus einer anderen Perspektive. Und somit melde ich mich dann später nochmal wieder zurück. Bis gleich. And the 50th anniversary
Total Energy. ADAC 24 Hours of the Nürburgring is underway. With the Ferrari holding the inside line, this is very brave from those at the front. Here comes the Conrad Lamborghini. Usual nip and tuck. On the grass. BMW goes so far to the right hand. Wir hoffen, dass wir euch ein sehr cooles Video präsentieren können. In diesem Sinne möchte ich auch gar nicht mehr viel weiterreden und wünsche euch ein cooles Rennen. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.